Moin Leute, was geht ab? Wir sind's wieder, Alex und Alex. Nein, Spaß, Alex und Leon natürlich. Ja, hier bei unserem Ölding hier, wo man jetzt endlich mal wieder was bauen kann. Lass aber die Hühner nicht zu weit latschen, ne? Ja, ja, ich habe das nur einmal rausgetan, weil ich das Metall aufnehmen kann. So. Wir haben jetzt leider nicht genügend Geld, um direkt ein Ölfass zu kaufen. Aber ja, ist halt jetzt so. Da steht's. Da steht's, die Öl. Ja, Ölkrawalle. Sonst, ja, genau. Perfekt, aber ja. Das macht eigentlich gar nichts, weil ich hab mir mal lesen lassen, sag ich schon. Ich hab mir mal sagen lassen, oder ich hab das mal geguckt. Ich glaube, das Ding hat einen insgesamten Speicher. Ja, ja, von 1000. Ja, das kann 1000 Liter Öl speichern. Das heißt, das ist erstmal noch nicht so extremst wichtig. So, jetzt ist es. Ich hab's. Zumal das sowieso erstmal 100 Jahre braucht, bis das Öl fördert, so habe ich das mal gesehen. Ich glaube, das ist nach einem Tag 39 Liter, aber jetzt lass mal einfach mal laufen bis zum nächsten Tag. Wir müssen jetzt eh gleich wieder schlafen, wenn wir zurück auf der Ranch sind, wenn wir dann die Hühner reingemacht haben. Genau. Warte mal, ich muss das Metall. Und alle hier Tiere noch mit drauf. Futter versorgt haben. Muss irgendwie das Metall hier noch drauf bekommen. Jetzt. Warte mal, das Honigding haben wir auch noch. Das Honigteil haben wir ja auch noch. Ja, aber das. Hier. So. Wohl, warte, dann kann ich das vielleicht hier oben hinstellen? Ah, das geht. Warte mal, das geht, glaube ich, hier dazwischen. Ja, jetzt. Wenn das geht das hier vielleicht, wenn ich das so hinstelle. Ah ja, perfekt jetzt. Geil, wir haben endlich Öl, Digga. Wir werden jetzt steinreich, Alter. Ich hoff's ja, ne? Ja, ja. Ja, ich find's so geil, vor gefühlt 10 Folgen hat uns der eine Typ geschrieben wegen dem Öl und jetzt machen wir das. Der ja, denkt sich gut, auch so, was wollen wir machen? Nein, wir wollten ja seins immer umsetzen, aber wir haben dieses Scheißding ja nie gefunden. Ja, ich glaube unter der dritten Folge hat er es kommentiert. Oh. Ja, irgendwie sowas. Und das, was wir gerade. Ich glaube, wir nehmen gerade die 5. Ja, wir nehmen die 15. gerade auf, ne? Ja, ja. Naja. Immerhin haben wir es umgesetzt. Korrekt. Ja, lieber zu spät wie gar nicht. Das stimmt, ja. Meine, hätten wir es jetzt in Folge 100 gemacht oder so, dann hätte ich so gesagt, ja, weiß ich nicht. Vor 100 Folgen hat mal jemand kommentiert, wir sollen das eigentlich schon früher machen. Junge, was machst du, Alter? Hä, hey, was denn? Junge, das hättest du bei mir gerade sehen müssen. Bei mir war alles ganz normal. Oh, jetzt bin ich gegen das Haus Digga, gefahren. Digga, bei mir bist du gerade einfach mit dem Fahrzeug am Zaun hängen geblieben, bist trotzdem weitergefahren. Okay, bei mir bin ich einfach weitergefahren. Ach so. Ja, wir wollten das erstmal mit den Stimmen. Ja, du bist Alter. Ja auch weitergefahren. Ja, ja, nee. Bei mir bin ich auch gar nicht gegen den Zaun gefahren, nur weil bei mir irgendwie der Zaun gar nicht da war. Digga, die hatten gar nichts mehr zum Essen hier, das war null. Nein, Digga, ja, die Kuh soll nicht rausgehen. Hallo, zack. Und ja, perfekt. Deswegen nee, hallo, ja, du sollst nicht rausgehen jetzt. Ah, was haben sie noch? Ich schau mal einmal bei den Hühnern. Bitte, ja, bei denen habe ich noch einen Sack nachgefüllt, aber. Ah, die haben auch nichts mehr. Gar ja, nichts mehr. Ja, bei denen geht ja auch immer nur einer rein. Die hat, ja, ich habe schon aufgefüllt. Die haben okay. Wir bräuchten hier, ja, hier vorne. Ja, vielleicht haben die so schnell gegessen, Digga. Wir waren jetzt aber auch gefühlt einen Tag nicht mehr in der Ranch, ne? Wenn nicht sogar zwei. Alter Junge, das ist ja ein Eierparadies hier oben. Zeig mal. Alter, ja, ich muss bloß das Ding immer ziehen. Oh, mal Junge, okay. Oh, ups. Das ist krass, ja. Ja, hallo. Ey, die Latsche raus! Oh nein! Mach die doch am besten. Warte mal, ich mach die einfach da hinten rein. Wir müssen die unten. Ja, wir müssen die unten auf den Boden klatschen. Dieses Radio.
Ja, das Radio ist aus. Bei mir ist es an. Warte, ich mach das an. Best Synchronization des Jahres, Alter. Ist bei dir jetzt an oder aus? Aus. Ja, bei mir jetzt auch. Jetzt sind sie sich mal einig geworden. Ich glaube, die Eier holen wir lieber erstmal morgen, sonst dampfen uns die ganzen Hühner alle ab. Jo, will ich auch sagen. Warte mal, wir müssen mal gucken, ob wir die melken können schon wieder. Die Ah ja, stimmt. Morgen, Bertha. Na, wie geht's? Du machst wieder die Ziege, oder? Ja, safe. Ach so, mach mal gleich den Pott wieder unter diesem Bienending. Ja. Alter, steht die hier behindert. Na jetzt. Ich glaube, nach einer Zeit hauen die gar nicht mehr ab, weil die sich nach einer Zeit natürlich an uns gewöhnen. Ja, ich kann es immer noch nicht runterstellen. Nicht? Nein. Nein, was ist denn das jetzt für ein Bug? Warte mal. Alles okay, mach das Scheißding mal. Ach so, ja gut, die Dinger sind eh leer. Oh. Da müssen wir jetzt auch unbedingt mal gucken, dass wir da mal mehr noch finden. Das ist ja echt dark. Oh nö. Ah, oh, jetzt geht's auch wieder. Ha? Jetzt bin ich hier draußen gespawnt. Ah. So, hier gibt's jetzt einmal noch Weißschimmel für die Kuh. Hier haben wir einmal Ziegen. Schimmel weiß, den lege ich mal hier hin. Ich meine, gut, man sieht zwar den Unterschied, aber es gibt ja trotzdem manchmal ein paar Trottel. So, und das Kuh-Dings lege ich hier. Hier ist Ziegenmilch. Also, wieso leuchtet die so, Alter? Leuchtet die bei dir auch so übertrieben? Bei mir auch, ja. Scheiße, das war nichts gekonnt, warte. Da, ich lege dir den Käse da mal hin, den kannst du gleich mal in die Reifungskammer legen. Jo, ich habe vorher auch gerade den einen, der schon fertig war, den ich gemacht habe, habe ich auch schon reingelegt. Hm. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, guck dich mal rein. Oh, es ist einer fertig. Boah, der sieht ja, echt lass den aus. Lass den erstmal drin, wir warten erstmal wieder, weil für einen rentiert sich dann. Ja, ich warte jetzt noch kurz, bis der Zickenkäse hier fertig ist, der ist auch gleich fertig, dann kann man nämlich den auch gleich noch mit reinballern. Und dann passt das. Dann würde ich sagen, geh mal schlafen. Ja. Digga, was geht denn jetzt hier ab? Aber es ist mittlerweile halt auch ein bisschen behindert, dass die Kuh nur noch einmal wenn ich jetzt kurz schlafen gehe, muss irgendwas der hier draußen, der irgendwie lauter Hunde schreien hier gerade. Dann irgendwie hat gerade übertrieben laut gehupt. Ja, ich weiß nicht, was hier abgeht bei mir gerade. Ja, ich bin ganz kurz weg. Ja. Voll in die Eier, Alter. Weg damit. Keiner gesehen. Gut. Schauen wir mal weiter. Was brauchen wir denn alles? So. Eigentlich könnte man die ganzen Eier von den... Ja, ich muss wirklich unbedingt irgendwann mal umziehen. Ja, hast du mich erschossen? Nein. Achso, ich war hier auf einmal so im Bett gestanden. Echt? Okay. Ah, keine Ahnung. Ja, gut, sehe ich ja dann in meiner Aufnahme nochmal, ne? Ja, wo bist du denn? Ich bin gerade im Hühnerstall. Achso. Mach grad. Digga, ich habe einfach gesehen, ne, es gibt einfach einen Hühnerstall. Da legen die Eier auch auf dieses Strohbett, aber du kannst dieses Strohbett einfach rausmachen. Also ja, du kannst ist quasi. Ist das für ein Hühnerstall?
Weiß ich nicht, aber da kannst du so ein, das gibt's dann, da kannst du, die kannst du an der Seite rausklappen. Wieso kriege ich jetzt die drei Eier da nicht weg? Komm. Okay, krass. So, Bertha, du bleibst drin. So, jetzt habe ich alle Eier. Wir haben da einfach schon wieder 18 Eier drin, Mann. Haben die noch alles? Ja, die haben noch alles. Okay, perfekt. Oh, ich dachte gerade schon, das Hühnchen wäre tot, Alter. Aber nee, nee. Alles gut, hat überlebt. Warte mal, ich kann mal kurz gucken. Ich habe ungefähr gesehen, wie der Hühnerstall aussieht. Ah! Weißt du, welcher Stall das ist? Welcher? Der große Hühnerstall. Wir haben ja jetzt den Premium-Hähnchenstall. Ja. Und es gibt noch den großen Hühnerstall und da kann man an der Seite die Boxen rausmachen. Aber wenn, dann würde ich auf Dauer sowieso irgendwann auf den teuren gehen, den ganz großen. Ja, ich bin gerade am Kuhmelken. Am Kaimelken. Genau. Ich glaube, hier Dann kann baller so den hier gleich mal in den Topf. Das finde ich Baller halt mit wirklich der mittlerweile, Enka. das finde ich mittlerweile halt echt ein bisschen schade, dass es wirklich nur noch einmal Milch gibt, ne? Das ergibt halt für mich wenig Sinn, weil damals konntest du die Kuh irgendwie dreimal hintereinander melken oder so. Ja, wie viele Liter hat die jetzt insgesamt gegen 10 Liter hat die jetzt gegeben? Aha. 10,1 Liter. Das ist eigentlich ganz gut. Ey, warum? Wie viel passt in den Kübel rein? 7 und jetzt noch mal habe ich noch mal 3,1. Digga, wieso passt in den Kübel eigentlich genauso viel rein wie in den, Digga? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber Ja. mit dem Kleinen musst du mal die Zicke noch machen. Mache ich. Bist du eine Zicke? Ah, Digga, aber die 3 Liter bringen mir nichts. Die muss ich jetzt tatsächlich Ja. in das Dings reinmachen, weil die bringen mir nichts. Ich weiß. Da Hä, mussten aber uns. okay, das ist aber tatsächlich das erste Mal, dass die 10 Liter gibt, ne? Ja, aber ja, gut. Vielleicht ist die. Meine Fresse, blockiert die mir hier den Weg? Ja. Alle mit der MK. Aber die Tiere waren früher auch mal günstiger, Alter. Die sind mittlerweile so arschteuer. Immer schön mit Schimmel machen, dann ist der Käse mehr wert. Ach, jetzt habe ich den kleinen Eimer schon bei der Kuh hingestellt, wo ich zur Ziege wollte. Wow. So gewaltig kracht es bei mir Fantastic. schon. Aber wirklich, die Ziege Ja, hat auch keine Milch mehr. Digga, bei dir kracht's immer. Ja, ich weiß, das ist einfach, ich werde einfach alt. Bei mir hat das Rentenalter schon begonnen. Ich will ja nicht sagen, aber du bist genauso alt wie ich. Das stimmt auch wieder, ja. Oh mein Gott, jetzt bin ich zu doof hoch. Wollte ich nur mal So. so anmerken. Ey, Digga, unser eine Käseregal ist komplett voll. Ja, lass laufen, lass laufen. Ja, natürlich, natürlich. Oh, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Och, du bist so ein Trottel, Alter. Ja, Hat dir das was eigentlich schon mal denn? jemand gesagt? Ja, ne? Digga. Ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich mal bei unserem Öl vorbeifahren. Wollte ich gerade machen. Das ist sehr gut. Denn ich baller mit der MK. Arme aus dem Fenster. 4-8, der Typ, der auf dem Spielplatz gedealt hat, trägt neue Sneaker im Wert von einem Tierpark. Bitch. Scheiß auf den Benz. Roll in Im einem Wert von nagelneuen einem R8. Wow. Du hast Tierpark. 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Vor allem der Reim in einem Wert von einem Tierpark, der. Also ich glaube, ein Tierpark ist doch noch mal mehr wert wie seine Snickers. Genau. Ah ja. Wer holt sich denn den Honda Civic in Lila, Alter? Ja, der sich halt einen Honda Civic in Lila holt. Ja, der sich halt einen Honda Civic in Lila holt, ne? Aha. Wo waren das Scheißding jetzt Ja, du nochmal? bist schon vorbeigefahren. Ach, da. Junge, das ist so fucking versteckt im Wald, Alter. Bodenlos. Alter, Ja. 13 Liter hat der Nein, Scheißer. 38. Nee, doch nicht.
Das ist gut. Nee, das 38. ist das die. Ist ja, 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 alles gut, alles gut. Ja, aber dann können wir das Scheißding ja erstmal durchlaufen lassen, oder? Ja. Alter, weißt du, wie viel Öl der da macht? Wir haben hier 40 Liter reingekippt und er hat für 13 Liter jetzt 2,3 Liter verbraucht. Haben wir noch Fleisch? Nee, ne? Ne. Wie viele Eier haben wir? Lass mal das mit den Karnickeln machen. 18, das rentiert sich noch nicht. Ja, lass mal gucken. Und sowas ähnliches ist heute offscreen passiert, nur dass es das viermal hintereinander gemacht hat. Ja, 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 das stimmt. Ja, muss ich ihm leider recht geben, Chat. Ich sag immer Chat. Chat. Aber hier ist ja gar kein Chat, weil ich ja gar nicht live bin, Digga. Ach was. Auch mal gerafft. Mhm. Hm. Krass, ne? Ja. Fühl ich. Komplett. Nicht. Ich find's immer so geil, dass wir uns beide gegenseitig roasten. Lass mal das mit den Karnickeln machen. Ja, ich bin noch gerade auf dem Weg dahin. Ach so, ja. Kann ich ja nicht riechen. Oh, Junge, echt, Alter. Oh, wir haben fast gar keinen Tank mehr. Wir sind schon im roten Bereich. Ey, wie viel schluckt das Ding, Alter? Können wir den später auch mit Rohöl tanken, Alter? Ich hoffe's ja. Wo fährst du? Digga, du fährst zum Hof. Ach nee. Scheiß auf den Benz. Step in einem nagelneuen R8. Wow. Du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Ich weiß zwar nicht, was ihm 100 Nike Air bringen wollen. Ich weiß es auch nicht. Also, mir persönlich würden 100 Likes mehr bringen als 100 Nike Airs. Ja, das auf jeden Fall. Er hat 100 Nike Air, wir haben 100 Likes mehr. Genau. Ja, ist so. Ist einfach so. Vor allem Baller mit der MK, Digga, wo soll der Typ in Deutschland eine MK herkriegen? Du, das ist ein Honda Civic. Ich beige. Weiß. Im beige Kackbraun. Genau. Ja, wie viel Wohnwegen fahren hier, Alter? Gab's hier Wohnwegen im Super Sondersale oder was? Ja, ja, genau. Gab's. Natürlich, safe. Oh, das war ein Baum. Das ist ein Baum. Aber Bienen sind auch noch gar keine mehr über den Weg gelatscht. Nee. Ja, jetzt werden uns auch sonst keine mehr über den Weg laufen, weil du es gerade gesagt hast. Hä? Ja, jetzt werden uns auch keine mehr über den Weg laufen, weil du das gerade gesagt hast. Naja, laufen können die sowieso nicht, wenn dann nur fliegen. Ja, das stimmt wohl. Aber wenn, dann müssen wir da jetzt echt mal ein Bild machen, Digga, sonst finden wir die nie wieder, Alter. Ja. Weil wir hatten eigentlich schon 2-3 Spots. Wir hatten ja eigentlich auch mal eine dritte Bienenwabe, aber die ist einfach im Boden geglitscht und kam nie wieder. Ja, das Ding, Junge, ich habe einfach gar keinen Fahrsound. Ne? Das ist wieder voll Hybrid, das Ding. Bei mir tatsächlich nicht. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Sound. Ich hoffe, dass hier jetzt aber Hasen sind, aber ich sehe keine. Hm. Ich hoffe auch, dass hier ein paar Karnickel sind. Ja, weißt du, wie klein diese Viecher sind? Die siehst du in 100 Jahren nicht. Siehst du nur, wenn die irgendwo mal rumquieken und da rumlatschen. Ja, dieses Video ist gerade nachgemacht. Ja, ich glaube, Wildtalk, hier sind keine mehr. Ja, der eine Wolf. Ja, Digga, Junge, hätte der Wolf den nicht zerlegt, Alter, dann hätten wir sogar einen Karnickel gehabt. Aber leider war da leider ein Wolf, der den leider zerlegt hatte. Ja, keine Ahnung, sonst müssen wir einfach halt das nächste Mal, wenn wir aufnehmen. Also wenn wir müssen irgendwie einmal an Geld kommen. Ja, das stimmt schon, ja.
Stabil. Ja, so bleibt man mit dem Auto dann doch auf der Straße, wo man bleibt. Wo man bleiben will, meine ich. Wo man bleibt. Na, du bleibst sowieso immer auf der Strecke, wo du bleibst. Ey, wir können nochmal eine Jagd machen. Aber die bringt doch bloß 200. Ja, gut, schon auch wieder. Ja, auf Wiedersehen. Das rentiert sich eigentlich nicht. Warum kann ich den eigentlich nicht erschießen? Wir bekommen dann sein ganzes Vermögen. Weil das ein scheiß Jäger ist, Mann. Ja, wir sind hier nicht in GTA, Alter. Ja, aber ich hab den gerade im Kopf geschossen. Ja, trotzdem sind wir nicht in GTA, Junge. Das Game ist ab 0 oder ab 11. GTA könnten wir auch mal zocken. Könnte man machen, ja. So fährt ihr. Ja, so ungefähr sah das heute auch aus, nur dass es bei ihm noch ein paar mehr Umdrehungen waren. Da ist schon wieder dieser Kack Honda Civic, Alter. Geh mir auf den Sack. Komm, fahr weg jetzt. Du ihm einfach in die Seite reinfährst. Also nur an die Leute, wenn ihr ein hässliches Auto fahrt, haltet Ausschau nach einem Dacia Sandero. Weil wenn der Typ, der da drinnen sitzt, euer Auto nicht schön findet, fährt er euch in die Seite. Nee. Da wäre mir mein Dacia Sandero zu schade für. Digga, der ist nagelneu, Alter. Ich fahr doch da jetzt nicht beabsichtigt. Digga, wenn die Karre 100 Jahre alt wäre und eh schon kurz vorm Abnibbeln ist, gut, dann würde hau ich das Ding irgendwo in die Seite fahren. Doch, ich würde einfach sagen, ihr habt mir die Vorfahrt geschnitten. Ja, okay. Was machst du, wenn er eine Dashcam hat? Dann habe ich auch eine Dashcam, wo ich es beweisen kann. Merkst du was? Hab einfach ausgedribbelt. Mhm. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich find's ja auch geil, wie sich die Kuh und die Ziege einfach gar nicht. Also wir können, könnten halt auch, also. Was? Digga, doch jetzt noch nicht, Alter. Guck ja, dir den Spargel fragen. Mal an. Oh ja, doch, die ist echt. Muss schon noch ein bisschen fetter werden. Ja, die sind noch nicht voll genug. Ja, dann lass mal weiter Holz machen, dass wir wenigstens mal ein Beet anpflanzen können. Step in einen nagelneuen R8. Wow. Du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Likes mehr. Nein! Hier geht's nicht raus. Blöde Fotze, hier geht's nicht. Oh, sorry. Hier geht's nicht raus. Liebes YouTube-Team, das war natürlich nicht beabsichtigt. Sorry, ich war ganz kurz weg. Ich bin gerade wiedergekommen. Das erste, was ich sehe, ist, dass ich einfach erschossen werde. Du, das war ein Bärenangriff. Ja, okay. Ich hab den Bär gerade erlegt, weißt du. Hm. Und wo ist das Fleisch von dem? Ah, weißt du, der ist 100.000 Kilometer weg. Den siehst du hier nicht. Ach so, das Fleisch ist despawned im Boden, oder? So wie die Bienenwabe. Ja, genau. Na, dachte ich mir schon fast. Naja. Ja, kennst du auch, ist halt einfach ein schlecht programmiertes Spiel, was willst du machen? Der schiebt das nicht auf das Spiel, okay. Am Ende hätten die uns noch eine Partnerschaft so angeboten. Alter, Digga, bis die uns eine Partnerschaft anbieten, Digga, da müssen wir schon 80.000 Folgen machen, Alter. Also alle, die jetzt mal schon Abonnent bei Leon sind, können dann auch nochmal auf C-Abo drücken, damit ich die Partnerschaft bekomme. Ja. Alle, die bei Alex Abo sind, die können auch ruhig mal bei mir noch mit abonnieren, dass wir auch mal ein bisschen größer werden. Weil der Bastard hat das nicht verdient, dass der 80 Abonnenten hat. Oder 50. Jo. Was machen wir eigentlich nach der Folge? Keine Ahnung. Ja, weil ich muss ganz kurz zu Lidl fahren. Was brauchst du bei Lidl? Ja, ich muss noch kurz was kaufen. Was musst du denn kaufen? Das dauert vielleicht Kondome eine halbe Stunde. Kondome oder was?
Genau das nicht. Nee, ich brauche noch ein bisschen was zu essen, so einkaufen und so. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Wow. Na, ich weiß nicht, ist das jetzt die letzte Folge, die wir aufnehmen, oder? Ja. Ja, okay. Ja, dann können wir danach eh rausgehen. Ja, danach können wir auch so ein Chance gehen. Ja, ich weiß ja nicht, was du noch machen wolltest. Wir haben schon wieder 25 Minuten, wir können eh gleich aufhören. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne ein Abo und einen Kommentar, lesen wir uns sehr, sehr gerne durch. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten oder in der vorletzten Folge erklärt, wie das bei uns abläuft. Schaut bei Alex seinem zweiten Kanal vorbei, bei seinem ersten Kanal vorbei, schaut bei meinem Kanal vorbei, plus bei meinem Podcast. Da müsste zu dem Zeitpunkt auch schon wieder eine neue Folge erschienen sein, oder Podcast, ja doch, Podcast-Folge, genau. Wir sehen uns. Bis denne. Tschüdelü mit Ü. Genau.